Willkommen, meine lieben Freunde, zum vierten Spieltag in der dritten Liga Nord im Jahr 16-17. Wir sind aktuell in der Tabelle auf Platz 15, Fortuna Köln. Wir spielen jetzt gegen den VfL Wolfsburg 2. Ja, meine Werte sind auf unter 40% gefallen. Das ist natürlich nicht so wirklich super. So, jetzt geht's natürlich wieder los. Ich muss erstmal schauen, Vertrauen des Vorstands. Ah, da hat es so einen kleinen Knick gegeben. Es gibt doch eine ziemliche Anzahl Kritiker an ihrer Person. Beliebtheit bei der Opposition ist nicht relevant. Okay, dann schauen wir mal eben. Wir haben aktuell einen Verlust von 1,4 Millionen. Was ja, die Zuschauereinnahmen angeht. Ach ja, wir haben jetzt vorverkaufte Karten 262. Wie sieht es denn überhaupt aus bei den Zuschauern? Hier wollte ich jetzt nicht hin. War das hier? Fanbetreuung, genau. Ab dem nächsten Monat 10.000. Hauen wir immer rein. Ja, wir hören uns mal an, was die Fans zu sagen haben. Wir hauen auch nochmal. Ja, ich glaube, wir haben ein großes Stadion, ne? Wir hauen nochmal irgendwie 10.000 rauskommen. Ne, so, wir haben ja Anzahl Fanclubs 56, organisierte Fans 409, aber die Art der Fans ist lautstark. Das ist auf jeden Fall schon mal eine ganz ordentliche Sache. Gut, schauen wir uns den Trainingsplan an. Wir haben eine Frische von 22, das ist übel, das ist wirklich übel. Deswegen setzen wir jetzt mal ein bisschen auf Regeneration. Und hoffen natürlich, dass wir jetzt bei Pressing zum Beispiel, am liebsten hätte ich ja auch noch die Abseitsfalle ein bisschen höher trainiert. Wir sind aktuell bei Stärke 11. Ich muss jetzt in dieser Woche mal, wie gesagt, einen kleinen Gang runterschrauben. Zeitspielen tun wir in der Endphase. Und, ja, fast hätte ich es vergessen. Wir müssen in der Spieldarstellung auf Textmodus, also ich muss nicht, ich hatte ihn eben auf Aus, aber wir gehen jetzt mal auf Textmodus. Das hat auch einer unter der letzten Folge kommentiert. Vielen Dank für eure Anstoßkommentare. Autosave jede Woche. Letzte Viertelstunde langsamer. Mache ich normal. Reporterkommentar aus. Turnier- und Reuterspiele mache ich aus. So. Okay. Was? Maximale Dauer eines Spielzugs unbegrenzt. Habe ich ja sowieso aus. Strafe, Abzug bei Überschreiten. Okay, ich denke mal, dass wir das so ganz. Ja, wir machen mal Textmodus. In der letzten Folge hatte ich ja, oder war es in Folge 1? Ist das jetzt Folge 3 oder Folge 4? Müsste eigentlich erst Folge 3 sein hier. Also ich glaube, ich habe auf, ich mache jetzt mal Textmodus, ne? Mal gucken, wie das war. So, wir sind genau im Training. Sieht es aktuell so aus. Pressing ist noch ganz gut, aber jetzt zählt erstmal die Regeneration. So, unser nächster Gegner ist, ja, vom Siegeswille haben wir 18 gegen 10, Stimmung ist bei 15 bei uns. Die Frische ist echt mies, das ist unser Punkt. Eingespielt sind wir 4,6, der Gegner 5,7, 20 eingespielt. Das ist der Wert ja auch wieder hier, das ist 20 ist Maximum, unsere Form geht in den Keller. Da muss ich wahrscheinlich nochmal nachlesen, was man jetzt genau bei schlechter Form tun kann. Ach ja, dieses Anschluss 3, das war, Anschluss 2 war deutlich einfacher. Und wenn man immer gewinnt, hat man sowieso eine gute Form. Jugendspieler, okay, haben wir jetzt auch nicht so wirklich viel. Dann muss ich natürlich wieder Einzelgespräche führen. Ja, die Motivation. Oi. Okay, wir müssen die ganze Abwehr durchpeitschen hier. Ja, auch mit unserem Kapitän müssen wir quatschen. Und mit Rahn über rechts quatschen wir dann auch nochmal. Medizinische Abteilung, unseren Torwart, den habe ich ja schon Besuch, zum Glück haben wir 2 Fünfer-Torhüter. Okay, dann würde ich gerne nochmal schauen. Und zwar Spieler suchen. Nochmal Vertrag muss auslaufen. Ja, so 6er, 7er, vielleicht auch 5er. Mal schauen. Ah, da gibt es einiges. Okay, da können wir sogar ein bisschen, wie soll ich sagen, ja, zweite Liga. Okay, also es ist jetzt schon für die nächste Saison. Eigentlich will ich ja nicht bei diesem Verein bleiben. Oh, guck mal hier. Hier könnten wir natürlich, ja, den könnten wir ablösefrei für die nächste Saison bekommen. Das ist schön, aber das Ding ist ja auch, dass ich eigentlich gerne den Verein wechseln würde. Aber die Frage ist, was bekomme ich jetzt für Angebote? Man hat ja noch die Möglichkeit, übers Telefon, über den Taschenrechner, Telefon,
Fanbetreuung, Rechtsanwalt, Schiedsrichter aus dem... Reporter, genau. Freigabeklausel bekannt geben. So, das habe ich jetzt mal gemacht in einem Interview mit einem Ihnen gut bekannten Reporter. Lassen Sie folgenden Satz fallen. Mir gefällt es hier sehr gut, aber ich habe eine Freigabeklausel in meinem Vertrag. Und wenn ein interessanter Verein kommt... Genau, jetzt kann ich mich noch über die Mannschaft beschweren öffentlich. Das macht man beim Reporter. So, Anfrage anderer Vereine. Das sind die Kandidaten, die für die nächste Saison in Frage kommen. Borussia Dortmund lacht mich direkt aus. Ja, natürlich tun sie das. So, wir sind ja bei Fortuna Köln. Erster FC Köln. Ach, die wollen uns auch nicht. Na gut, okay, wir schauen später nochmal rein. Es ist auch noch ganz früh in der Saison. Gut, gehen wir rein. Persönliches Gespräch, mein bester Trainer. Ja, es wird deutlich Kritik an der Person lauern. Uiuiui, okay. Ja, also ich gebe mir schon mein Bestes hier mit den ganzen persönlichen Gesprächen. So, jetzt haben wir hier die Bayern. Die verlieren gegen den FC Arsenal, sind nach 2 Spieltagen Gruppenzweiter. Ja, wen haben wir hier noch aus Deutschland oder aus unseren Ligen? Dann haben wir hier nochmal Ajax, leider Dritter. Achso, haben wir... Hä? Ist ein drittes? Ach so, Europa League. Ja, okay. Borussia Dortmund, 2 Siege. Ne, 2 Punkte. 2 Spiele, 2 Unentschieden, ne? Ja, und die Bayern haben 3 Punkte aktuell, okay. Champions League Gruppenphase. Persönliches Gespräch, freut mich. Ja, mich freut es auch jedes Mal. Ja, wir können im Moment, glaube ich, nur persönliche Gespräche tun. Ich muss mich nochmal reinlesen. Ich bin... recht einseitig. Ah, Spieler loben. Johannes Rahn. Ja, der Spieler äußert erfreut, dass seine ja, ist äußerst erfreut. Genau. So. Was hat es jetzt gebracht? Wir haben eine Frische von 29. Ich meine, die Kondition ist recht hoch. 69 im Vergleich zum Gegner, aber die Frische Pressing ist ein bisschen gefallen. Abseitsfalle haben wir zum Glück auf 11 halten können. Also ich muss mir da auch nochmal ein paar bessere Pläne runterladen. So, wir wollen mal auf die Tabelle schauen. Wo finde ich das jetzt nochmal auf die Schnelle? Weiß ich nicht. Okay. Unser nächster Gegner. Ich denke mal, ich habe schon... Ja, guck mal, so ein bisschen die Form. 7 plus 7 plus aufsteigen 11 und 7 ja auch. Okay, ansonsten habe ich schon die formstärksten Spieler auf der Bank. Innenverteidiger hätte ich noch einen mit Form 10. Da könnten wir den Ufaro rausnehmen. Das ist auf jeden Fall vielleicht... Was die Form angeht, lassen wir uns mal überraschen. Okay, dann würde ich sagen, Siegesprämie, wir haben keine Kohle. Deswegen haben wir keine extra Siegprämie raus. Wir haben jetzt Gegnerinfo. Quatsch. Spielankündigung. 15. gegen 11. Wir sind 2 Stärkepunkte besser. 57 gegenüber 55. Da würde ich doch sagen, höchste Konzentration, die sind gleichwertig. Erwarte ich höchste Konzentration. Wir haben es mit einem gleichwertigen Gegner zu tun. Genau. Die Spieler haben ihre Ansprache verstanden. 12. Oh, habe ich nicht 10.000 Freikarten rausgehauen? Oha, okay. Andreas Möller sagt, wir gewinnen 3-2. Also die... Ah, okay. 2 Unentschieden an Niederlage hatten wir zuletzt. Schauen wir mal. So, jetzt müssen wir die Textgeschwindigkeit hier hochstellen. Die Häufigkeit ein bisschen runter. Ach nee, Textgeschwindigkeit gar nicht so. Aber die Spielgeschwindigkeit muss hier hoch. Länge kurz. So. Oder muss ich die Textgeschwindigkeit auch ein bisschen höher stellen? Okay, wir sind schon in der Halbzeit. Okay, immer noch 0-0. 3-1 Chancen für uns. Also im Prinzip läuft gar nicht so schlecht. Wir werden unseren Torwart loben. Bester Mann auf dem Platz gewesen. Und wir gehen in die zweite Halbzeit konzentriert weiter so. In den ersten Minuten seid bitte besonders vorsichtig. Dann ganz normal weiterspielen. So, da muss ich natürlich... Ah, ja, wir gehen mal in Führung. 1-0 Marc Brasnitsch. 50... Oh, 2-0 für Fortuna Köln. Wie geil. Ah, was ist hier los? Was ist hier los? Okay. Okay. 4-0. Was habe ich anders gemacht als sonst? Wir schießen die ja richtig ab. Na, 5-0, Johannes Rahn. Komm, reicht, Leute, reicht. Gang zurückschalten. Ja, das habe ich in der Taktik gar nicht eingestellt. Taktik. Stollenauswahl Gegenüberstellung war das. Da. Torwart. Nee, bei. Da. Bei 3 Toren Vorsprung, Gang zurück. Machen wir jetzt mal auf. Ja. Oh, jetzt, ich würde gerne noch 6-0. So, komm. Wir wechseln dann auch noch mal ein bisschen. Und zwar hauen wir
den mal wieder rein. Der kann nochmal so ein bisschen Spielpraxis sammeln. Wir haben noch einen DM hier. Komm, kriegt der auch nochmal was. Da wird wohl nichts mehr anbrennen, denke ich mal. Das war's. Wir gewinnen 6:0. 50.000 haben wir eingenommen. Ja, ich habe viel zu viele Freikarten rausgehauen. Also das war ja mal ein guter Start hier in die Folge. Bester Mann ist Brasnic gewesen. Ach nee, hier Kegel auch. Wow, Brasnic, Kegel. Ja, die drei Einwechselspieler wurden nicht bewertet. Ich glaube, die werden immer nach 20 Minuten Spielzeit bewertet. Deswegen gab es da jetzt keine Spielbewertung. Vielleicht lag es am ausverkauften Stadion. Ich muss mal eben schauen. Wir spielen jetzt gegen den gleich starken FC Hansa. Und jetzt ist... Ja, wir sind jetzt dran. So, ich muss mal eben schauen, wo sehe ich denn, wie voll das Stadion immer war. Hier wahrscheinlich nicht in den Statistiken vielleicht. Vielleicht gibt es da ja irgendwas, Tabellen. Aktuelles, historisches Stadion. Auslastung. Ah, guck mal. Gegner im Heimspiel. Kalkuliert 5000. Wir hatten jetzt Wolfsburg. Ach so, das war jetzt das zweite. Wir hatten Viktoria Köln. Und ich bin Fortuna Köln. Und Wolfsburg 2 war auch ausverkauft. Okay. Wir lassen das beim nächsten Heimspiel mal weg. Ja, guck mal hier. Wolfsburg hatte 19 Fans mit. Das ist ja der Wahnsinn, was es hier schon für Statistiken alles gibt. Ja. So, Einnahmen, Zuschauer. Wir sind Fortuna Köln. Wo sind wir denn? Sind hier gar nicht mit drin, glaube ich. Okay. Also, wir müssen mal so ein bisschen schauen. Und die Form steigt auch so ein bisschen. Ah, hier auf der Ersatzbank auch. Der Oliveira Sousa. Sousa, ja, Form steigt. Da wollen wir direkt mal hier bei Rahn. Guck mal, Rahn müsste schießen. Achso, haben wir den? Ja, den haben wir schon oft besucht. Das ist erstmal okay. Wie sieht's denn aus? Wie sieht's denn aus? Wir haben immer noch Siegeswille 18, Stimmung 15. Vielleicht nach so einem gewonnenen Spiel. Wir können ja mal. Einfach mal. Ja, direkt Vereinsfest. Wie viele Vereinsfeste habe ich schon gemacht? Man darf, glaube ich, 3. Wir machen das mal direkt am Montag. Dass wir nochmal ein Vereinsfest raushauen. Wir haben jetzt Stimmung 15. Mal gucken, ob das steigt. Ja, Regeneration. Eigentlich müsste ich wieder so ein bisschen... Wir machen mal Spaß. Ich will Spaß, ich will Spaß. Ich gebe Gas, ich gebe Gas. So, das heißt, wir machen dann auch nochmal am Mittwoch frei. Und Dienstag machen wir ein bisschen Konditionstraining. Das ist, glaube ich, ein bisschen zu krass. Ja, so ein bisschen Training am Anfang der Woche ist, glaube ich, ja, so ein Waldlauf. Machen wir nochmal einen gemütlichen Waldlauf und dann trainieren wir Donnerstag, Freitag auch nicht mehr ganz so. Also die Frische, ich würde sie schon gerne über 40 kriegen, ne, so, ja, alles baufällig hier, Zustand, ist auch geil. Okay, Kapazität ist 14.944. Warum? Okay, also, na gut. Wir haben auf jeden Fall ein bisschen was gerissen in der letzten Woche. So, jetzt müssen wir gucken. Dann haben wir Brasnic. Da haben wir auch ein Einzelgespräch. Sieht gut aus. Bei Kegel sieht es gut aus. Wir müssen die, wo es erstmal gut läuft, die müssen wir jetzt nochmal hier, mein Linksverteidiger. Da müssen wir direkt nochmal wieder ansetzen. Das, ach, guck mal hier, der hat eine Motivation, der Kegel, von 107. 120 ist Maximum. Und LM, der hat eine Motivation von 114. Guck mal, den kriegen wir auch noch mal ein bisschen besser motiviert. Torwart nehmen wir auch noch mal mit rein. Ja, wenn die Motivation nachher gut ist. Wir sind gegen 59-1 zu 59-5. Also wir sind eigentlich gegen Hansa ein bisschen unterlegen. So, Johannes Rahn, Spieler loben. Super, der Trainer weiß, was er an mir hat. Finde ich super. Ja, Stimmung der Mannschaft hat sich verbessert. Sehr schön. Ich finde auch das Bild so geil. So, ja, hier müssen wir ein persönliches Gespräch. Vielleicht hat das was für die Motivation gebracht. Ja. So, was ist das? Nationaler Pokal Holland. Habe ich nicht reine Computerspieltage eigentlich aus, dass das uns nicht angezeigt wird? Ich glaube, der Textmodus gerade war ganz okay für so eine Spielzusammenstellung, ne? Ja. Alibas denkt mein bester Trainer. So. Eieiei, also wir haben... Eine Frische von 20. Also, das ist echt mies. Wie kriegt man denn die Frische hoch, wenn... Okay. Ja, das ist krass. Okay, also ich bin so ein bisschen ratlos, was die Frische angeht. Okay, die Form ist auch... Oha, was ist denn da passiert? Das ist ja mal grausam.
Okay, aber nichtsdestotrotz, eingespielt 5,2 und Stimmung ist auf 16. Okay, wir sind nicht ganz so gut eingespielt. Frische ist bei uns völlig zum Kotzen. Ich habe keine Ahnung, wie wir das jetzt so... Das habe ich, glaube ich, in der Vorbereitung ein bisschen versaut. Aber okay, wir gehen mal rein ins Spiel. Taktik bleibt. Wir werden es wieder mit... Ja. Heute kann der kleinste, aber auch der minimal kleinste Fehler das Spiel entscheiden. Bitte seid hellwach. Haben die Ansprache verstanden. So, wir haben jetzt, achso, das ist Hansa Rostock. Platzzustand ordentlich. Tipp, Herbert Grönemeyer. Ha, guck mal, die tippen wieder 2-1 auf uns. So, wir gehen mal rein hier. Schau mal, ja, also immer wenn unsere rote Null oder wenn es hier rot blinkt, heißt das, wir hatten eine Torschance. Ja, also Torschancen 0-3. Hier seht ihr es jetzt hier oben. Dreimal hat unsere Null rot aufgeleuchtet. Einzelgespräch. Es läuft im Prinzip ganz gut, ne? So, wenn der Hörnig-Spieler loben, weiter so. Und dann auch hier wieder konzentriert, weiter so. Nur nicht nachlassen, einfach weiter so. Genau, und jetzt schauen wir mal, dass wir hier vielleicht gelbe Karte für Flottmann. Ah, wann wechseln wir? Wir wechseln mal. Der Sousa, der hat eben im letzten Spiel, glaube ich, ganz gut gebrannt. Und dann hauen wir nochmal einen... Ah, und der Wechsel war auch nicht verkehrt, glaube ich. So, also Dreierwechsel. Mal gucken. 0-5 Torschancen und wir gewinnen nicht. 0-5 Torschancen. Und es geht am Ende 0-0 aus. Die kriegen hier 76.000. Ja, okay. Okay, also wir sind auf Platz 11. 5 Spiele. Heimbilanz 9-4, also Gesamt 9-4. Wo sind die Punkte? Sind das hier die Punkte? 6 Punkte? Ach, okay. Ja, Torschützen, Mike Kegel auf Platz 2, ja, Scorer, Johannes Rahn müsste schießen, 11 des Tages, haben wir, oh doch, Fortuna Köln, direkt 2, 3, oh, guck mal, also eigentlich war es ein gutes Spiel, muss man sagen, ne, eigentlich war es ein gutes Spiel, jetzt haben wir Gladbach 2, Tabellenführer, ja, so, wir müssen, ich weiß nicht, was ich sonst machen soll, ich muss nochmal Regeneration raushauen. Und ich brauche eine Pressing-Einheit. Die machen wir gleich mal am Montag, weil hier Pressing ist nicht mehr perfekt. So, und wir müssen natürlich, Abseitsfalle ist nur noch Stärke 10. Also wenn man das nicht trainiert, 2 Wochen, dann geht es auch da direkt wieder nach unten. Wir haben aktuell keine Termine. Was können wir denn sonst noch machen? Italienisch essen gehen. Verbandsfest, alles easy, alles langweilig. Ich will jetzt nicht zu viel machen mit irgendwelchen Sachen, die uns ablenken. Ja, Tag der offenen Tür, Sponsorentag, Fanclub, Krisensitzung, Jugendtag könnte man mal machen. Das ist, glaube ich, eher ein Termin für mich. Mal gucken, ob uns da was auffällt. So, Hörnig, ja, müssen wir wieder hier. Einzelspieler, das muss man machen. Ansonsten verliert man das Team komplett. So, Andersson. Und auf der Ersatzbank, ja, da haben wir zumindest den hier, den wir da mit reinnehmen können. 115 Motivation bei Alibas. Immerhin ist er motiviert. Auch wenn die Form nicht ganz so prickelnd ist. Okay, Training haben wir. Geld, 1, oh, wir haben ein bisschen Plus gemacht. Nur noch 1,3, also fast 1,4, aber ja. Und mal gucken, wann das erste Angebot für mich kommt. So, persönliches Gespräch. Okay. Ah, seht ihr, geht doch. Ihrem Jugendtag ist Ihnen ein ganz besonderes Talent aufgefallen, der zurzeit noch bei einem kleinen Dorfverein in der Nachbargemeinde kickt. Dominik Machkert, 13 Jahre, Libero. Ja, okay. Auch wenn er Libero ist, ja, die Position gab es hier noch. Ich glaube, im modernen FIFA ist das quasi gar nicht mehr vorhanden, ne? Kann man das überhaupt noch trainieren? Nee, auch das nicht mehr. Libero-Position, die ist ja wohl völlig raus aus dem Profifußball. Früher war es gang und gäbe. Bayern mit Lothar Matthäus, die haben ja ewig mit Libero gespielt. So, wo ist die Frische hingegangen? Auf 25, aber wir haben auch Kondition eingebüßt. 64 nur noch. Also, wir sind zwar konditionell im... Oh, Pressing einmal die Woche reicht. Okay, gut zu wissen. Gut zu wissen. So, Siegeswille haben wir auch nur noch... Ne, haben wir jetzt 17. Eieiei, okay. Eingespielt, da hinken wir auch hier in diesem Spiel wieder hinterher, genauso wie bei Frische. Respekt, da weiß ich immer nicht, wir haben 8 und die 4.
Ist das jetzt besser, wenn man viel Respekt hat? Oder eher wenig? Ich glaube, Frische muss hoch sein, Kondition, Stimmung. Ich denke mal, Respekt, also da auch da sind wir doppelt so gut, würde ich jetzt mal sagen. Oh, hier, Kraus. Interessant, aber kein Talent. Schnelligkeit, Spielübersicht finde ich immer mega, wenn die Spieler das können. Vereinsanhänger und Musterprofi. Oh, Thomas Kraus vom Gegner hier. Ja. Ach so, das Grüne hier, Feigenspann, das ist ein Spieler, der jede Position spielen kann. Irgendwo steht das, glaube ich, auch. Na, ah ne, Quatsch, wo steht das? Mit jeder Position ist flexibel einsetzbar, steht irgendwo. Ist mit Irene zusammen. Ha, hier, auch geil. Ja, irgendwo, ich weiß nicht mehr. Irgendwo stand das mal. Das, also... Wenn die Spieler Namen rot sind, können sie die Position nicht spielen. Blau heißt geht so und grün heißt kann jede Position spielen. Also flexibel einsetzbar. Die Spieler habe ich am liebsten, weil da muss der Kader nicht so groß sein. Aber es ist schwierig, die hier einen Anstoß am Anfang immer direkt zu finden. Brasnic. Ah, Rahn. Rahn müsste schießen. Wie sieht es hier aus mit Ua Ferro? Weil wir haben ja noch einen 6er Innenverteidiger. Und Mimbala. Der hat Form 10, Motivation auch nur 100. Okay, wir wechseln hier mal wieder zurück. So, dann hätten wir noch... Wir haben noch einen 6er. Damani ist ja auch noch ein 6er auf der Ersatzbank. Okay. Aber wir lassen das erstmal so. Eigentlich ein Never Change Your Winning Team, aber wir haben ja nicht gewonnen. So, jetzt müssen wir nochmal gucken. Okay, wir gehen rein ins Spiel. Spielankündigung. So, oh, wir sind der Favorit. Aber das würde ich jetzt nicht unbedingt auswählen. Was haben wir denn noch so? Ein Unentschieden genügt heute, dann... Mit dieser Taktik könnt ihr sich schlagen. Ja, komm, wir machen das mal. Greifen wir tief in die Trickkiste. Ja. Ah, okay. Geht besser. Und wir haben jetzt, wahrscheinlich weil die Tabellenführer sind, wir haben 9, also wir haben richtig Einnahmen jetzt gerade. Haha, okay. Ich bin gespannt. Expertentipp. Birgit Prinz. Ah, wer kennt sie noch? Frauenfußball-Nationalmannschaft. Stürmerin. Ja, 3-0 tippt Birgit Prinz. Die hat Ahnung vom Fußball. Und dann schauen wir mal. Und ja, wir gehen hier. Was ist das für eine Folge heute? Nach dem Spiel, wenn ich gewinne, mache ich Schluss. 2-0 Mike Kegel. Wahnsinn. Okay. Mal gucken, wie es weitergeht. Ah, komm. Komm. Ah, gelbe Karte. Wegen Meckerns. Aber Ekpo ist, glaube ich, vom Gegner, ne? Ja, Ekpo ist von Gladbach. Genau, bei uns ist rot. Rote Namen sind wir. So, wir haben... Kegel hat Geld. Genau, Kegel richtig stark im Moment. Mal gucken, wie es aussieht. Einzelgespräche. Hohoho. Jawohl, ich sag ja, Kegel ist stark hier. Bester Spieler. So, 3 Tore. Ja, machen wir mal wieder. Spieler loben bei 2-0 Führung. Super. Ah, toll. So, jetzt kriegen wir aufs Maul. Ich hoffe mal nicht. Komm schon, natürlich will ich auch wieder so... Oh. Ah, guck mal, jetzt seht ihr hier, ne? Grün ist okay. Und grün ist gut, kann die Position spielen. Also weiß wäre perfekt, dann ist das ein Spieler für die Person. Rot geht gar nicht. Blaue Namen heißt, wäre auch möglich. Müssen wir mal gucken. Ich könnte ja nochmal hier durchwechseln. Und dann würde ich sonst den Gelbbelasteten nochmal rausnehmen. Ja. Oh. Nein! Jetzt haben wir einen Verletzten und ich kann nicht mehr wechseln, weil ich dreimal gewechselt habe. Okay, das heißt, wir gehen Taktik. Bälle konsequent hinten raushauen. Also wir gehen jetzt auf ja, ein bisschen defensiver. Also nicht mehr ganz so kontrolliert offensiv. Ich meine, wir sind mit 11:1 hier, mit 11:1 Tormöglichkeiten haben wir das Spiel, glaube ich, richtig verdient gewonnen. 179.000 Einnahmen, davon 18.850 Euro Prämie. Ja, wir haben ja eben den Tabellenführer weggekegelt mit Mike Kegel. So langsam würde ich mal sagen, wird Zeit von einem Angebot aus der zweiten Liga. Ne? Also wir klettern hier in der dritten Liga so langsam nach oben. Und wir haben jetzt Duisburg. Die sind 17 da und haben eine Stärke von 61. Das ist auch wieder komisch, ne? Aber gut, so ist das. Haben wir einen Termin? Keine Termine. So, was machen wir?
Im Prinzip müssen wir jetzt gar nichts. Ja, frische. Oh, die haben eine ganz schlechte Kondition. Wir. Schwierig. Was mache ich? Technik. Ich mache mal so eine richtige Technikwoche. Und zwar. Ich glaube, wenn man immer Balltechnik macht, ist das auch. Sehr, wie sagt man. Entspannend. So. Ganze Woche Balltechnik, ein Abschlussspielchen. Müsste sich im Prinzip auch positiv auf unsere Frische auswirken. Wir haben Siegeswille 17, Stimmung 16. Oh, die haben mehr Respekt, da sind sie besser. Und eingespielter sind sie auch. Also was das angeht, Eingespieltheit. So, oh, Flottmann. Der ist ein bisschen länger nicht am Start. Okay, den ersetzen wir dann. Ja, Rahn müssen wir. Wir müssen Rahn. Mit Rahn zum Einzelgespräch. Brasnitsch, Kegel. Also wir haben da gerade hier. Alibas ist auch mega motiviert, da bleiben wir dran. Aber wir müssen natürlich auch die Abwehrspieler bei Laune halten, völlig klar. So, dann nehmen wir... Oh, was ist mit Schröder los hier? 4,7. Habe ich da noch einen? Nee. Ah, da kann ich aktuell nicht nach. Ah, obwohl... Mimballa, der hat Nebenposition DM. Landet aber nur auf 4,4, wenn wir den einsetzen würden. Ah, okay. Naja. Dann ist das so. Dann... Ist das so? Ah, waren ein paar Spieler zu viel. Ich hätte gerne auf der Ersatzbank mehr flexiblere Spieler. Aber Kaderplanung machen wir nachher beim neuen Verein. Also mit dem Verein, das Stadion ist viel zu klein. Da werden wir nicht weit kommen. Wir werden nie wirklich fette Einnahmen erzielen. Deswegen, okay, Vertrauen des Vorstands 69%. Ich könnte natürlich auch die Aussprache suchen. Das gibt in der Regel nochmal 10 Prozentpunkte nach oben. Ja, Vertragsverlängerung wollen sie nicht. So, wie war das überhaupt mit meinem Gehalt und Vertrag? Ich habe ja Ausstieg bei Angebot möglich, habe ich hier ein Ja. So, Bonus, Mittelfeldplatz, darauf spielen wir. Unbekannte Größe, Beliebtheit. Bei den Spielern bin ich Superman, Öffentlichkeit ist gering, Medien rotes Tuch, Fans ist auch rotes Tuch. Ja, ich weiß noch nicht so genau, warum. Aktuelles, wie viel Geld habe ich? Müssen wir mal auf Privates gehen. Wir haben 12.716. Das ist doch schon mal eine ganze Menge. So, Johannes Rahn. Wahnsinn. Also, bei dem läuft's. Bei dem steigt auch die Form. So, Mike Kegel hier wunderbar. Ah, hier müssen wir nochmal aufs persönliche Gespräch gehen. Die Motivation ist heftig. 116. 120 ist maximal. Also, das mit dem persönlichen Gespräch klappt nicht immer. So, Cook. Scheint heute im Training nicht ganz bei der Sache zu sein. Er verliert einen Motivationspunkt. Mann! Ja, es gibt auch irgendwie eine Alien-Entführung. Ich weiß nicht wie. Oh, wir haben 28. Habt ihr es gesehen? 27 jetzt, aber Kondition 60. Ah, okay, also wir kriegen die Frische langsam hoch. Und darunter leidet natürlich dann 4,4. Ah, okay. Unsere... Motivation. Nee. Kondition. Ich merke gerade, das ist hier gerade so die Pole Position Hintergrundmusik. Also, sobald ich bei mir irgendwie Pole Position das Spiel zum Laufen bekomme auf meinem Laptop, dann werde ich das auch zocken, weil es ist so ein uralter. Ah, hier ist noch der Libero. Da müssen wir natürlich jetzt noch einen Vorvertrag geben. Talent ist leider nur Mittel. Ach, aber wer weiß, was hier passiert. Man kann natürlich noch fördern. Weiß ich, kann man jeden Spieler fördern? Ne, immer einen pro Mannschaft. Wen fördern wir hier? Ja, den Elfmeterkiller, Rechtsverteidiger. Der ist auch erst 14. Da sind die Chancen besser, dass er hochgeht. So. Okay, also wir sind, würde ich mal sagen, bereit. Ja, Eingespieltheit ist ein bisschen... Und Respekt. Also es könnte... Boah, was haben die denn hier? Guck mal hier, oh... Oh, Dribbling-König hier, Stärke 6, Schnellhart, Spezialist, Mann ohne Nerven. Eieiei, da haben die einen guten. Ja, die haben allgemein viele, viele Fähigkeiten hier. Jancic, oder wie man den ausspricht. Torinstinkt, ich finde das ja immer geil, wenn die viele Fähigkeiten haben. Ja, da. Wir haben Rahn mit Freistöße und Ballhalten, ne? Und Kapitän ist er. Ja. Und dann, ach nee, Kapitän ist hier unten Hörnig. Kapitänsbindung und Ballzaubern. Innenverteidiger mit der Eigenschaft Ballzauber ist auch geil. Kannst du dir nicht ausdenken. So, komm. Wir gehen rein ins Spiel. Müssen wir mal schauen. Wir sind jetzt eigentlich nicht der Favorit.
Was nehmen wir denn da? Ein Unentschieden genügt heute. Motivation. Wir können dies Jahr Meister werden, genau. Ich erwarte, dass ihr den Fans etwas bietet. Haben wir überhaupt ein Heimspiel? Nee, okay. Ich will, dass ihr es meinem Mitspieler zeigt. Das ist, kann man machen, wenn man einen richtigen Mitspieler hat. Wenn wir die schlagen, dann sind wir Erster. Nee, das stimmt auch nicht. Lebensweisheit einstreuen. Okay, wir versuchen es heute mal mit der Lebensweisheit. Im Fußball ist es wie bei der Liebe. Was vorher ist, kann auch sehr schön sein. Aber es ist nur Händchen halten. Der Ball muss hinein. Ja. Okay, das hat die Jungs nicht so wirklich motiviert. Okay, Expertentipp Franz Beckenbauer. Das, guck mal, wieder Tipp auf Sieg. Ach, komm, ja eigentlich, also die letzten drei Spiele, Sieg, Unentschieden, da hatten wir, glaube ich, viele Torschancen und wieder ein Sieg. Na komm, wir hauen rein. Mike Kegel, direkt. Also, Motivation hat vielleicht doch was gebracht. Na komm, komm schon, weiter, Halbzeit. Okay, also wieder der Kegel, der ist auf einem richtig guten Weg hier. Einzelgespräch. Ja, Mike Kegel, direkt Vertrag verlängern. Wahnsinn. So, dann machen wir bei 1-0 Spieler loben. Ich mach mal konzentriert weiter so. Für die zweite Hälfte gilt. Volle Konzentration. So, komm. Wir müssen nochmal. Die gehen auf Offensiv. Man sieht auch deren Taktik hier. Das ist natürlich jetzt die Frage. Ich glaube, der war recht motiviert. Wenn wir da nochmal wechseln. Kegel nehme ich jetzt mal nicht raus. Ach, guck mal, wir haben ja hier einen richtigen Rechtsverteidiger. Okay, mehr werde ich jetzt mal nicht wechseln. Komm schon, wir kriegen das. Ja! Die Null muss stehen. Wahnsinn, okay. Also, okay, Duisburg geschlagen. Das Spiel war 6 miserabel. Aber wir haben doch ganz gute Einzelnoten bekommen. Würde ich sagen. Okay, also wir sind jetzt auf Platz 3, also mittlerweile müsste es, ich weiß nicht, ob ich hier mit der Folge aufhören soll, ist ja schon wieder eine halbe Stunde rum irgendwie, aber ja, 17, 16, eingespielt, da laufen sie uns alle davon, wahrscheinlich weil wir so wenig trainieren, ne, da laufen sie uns alle, so, wir sind jetzt Platz 3, ja, ist immer noch nicht besser, Fans 32, also ich glaube 1% mehr bei den Spielern. Ah, hier Image des Vereins in der Öffentlichkeit. Schiri-Lieblinge. Okay, ja. Vertrauen Vorstand. 71%. Wir sind wieder in den 70ern. Ja, derzeit wartet ihr Vorstand noch mit der Vertragsverlängerung. Wir müssen nochmal eben auf die Tabelle schauen. Wir sind... Ach, hier steht es jetzt. 12 Punkte haben wir. Guck mal. Also, wenn Viktoria Köln und Chemnitz gleich verlieren und wir gewinnen, dann sind wir auf einmal Tabellenführer. Und zu Beginn der Folge sah es gar nicht so gut aus heute, ne? Ich würde sagen, das war's für die Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich sag wie immer, ciao, tschüss und auf Wiedersehen.